Aber vielleicht da drin. Ja, da drin. Die letzte Kultistenwache. Vielleicht fühlt er sich dann dazu berufen, die Tür aufzumachen. Ich würde sagen, du kannst ruhig schneller laufen. So, und jetzt? Ich verstecke mich nicht mehr. Ich bin der Meister dieser Schule und muss mich auch so verhalten. Na, dann verhalte dich so und mach die Tür auf. Meine Güte. Hör auf zu labern. So, und die Tür geht immer noch nicht auf. Ich krieg das Heulen. Aber egal wie ich gucke, ich sehe auch keinen anderen Eingang. Nicht einmal von oben. Da hängen auch bloß die Leuchter runter. Nee. Will mir nicht jemand die Tür aufmachen, bitte? Vielleicht muss ich einmal im Kreis laufen. Tisch kaputt machen bringt auch nichts. Vielleicht muss ich das abfackeln. Das könnte sein. Nee. Dann hätte das ja auch klappen müssen. Tut's aber nicht. Es ist zum Heulen. So viel Zeit für nichts und wieder nichts verschwendet. Und nachher sind die Kultistenwachen wieder da. Wisst ihr was? Ich google jetzt, wir sehen uns gleich wieder. Ich werde keinen großartigen Cut reinsetzen. Okay, ich habe mich jetzt in Ruhe bei Google umgeguckt und tatsächlich, es gibt eine Möglichkeit, mit diesen Dingern hier zu interagieren, allerdings erst, wenn man die jeweilige Quest dazu gemacht hat. Bis dahin kann man diese Schatztruhe nicht bekommen und alles, was man macht, ist umsonst. Freude. So, wir nehmen unser Schiff und hauen hier ab. Das deprimiert mich. Verdammt, nur eins. Ah. Dann holen wir uns jetzt eben das letzte Ding, was wir noch nicht gesehen haben, auf See. Und anschließend gehen wir nach Lesbos. Ich habe mir sowas in der Art schon gedacht. Diese Schalter sind nicht umsonst da. Und da soll man ein gewisses Rätsel lösen. Da hat sich der eine gerade hingelegt. Es tut mir leid, du musst jetzt aufstehen. So, wir drehen einmal das Schiff und segeln einfach so in den Süden. Und zwar so lange, bis wir das letzte Seetal enthüllt haben. Ob es dann nochmal irgendwie ein Achievement dafür gibt, dass man die ganze See bereist hat? Ich glaube nicht, aber hoffen kann man ja. Bald zumindest haben wir alles entdeckt, was es zu entdecken gibt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir noch irgendwelche Aussichtspunkte noch nicht entdeckt haben, die vielleicht noch in irgendwelchen Gebieten sind, die bereits aufgedeckt wurden. Denke ich eher nicht. Mal gucken. Sobald wir Erfahrungspunkte bekommen, haben wir das Ziel erreicht. Es wurde gerade einmal gespeichert, das ist lieb, Dankeschön. Wäre aber nicht nötig gewesen. Bin ich noch nicht da? Doch, das wurde schon entdeckt, na also. So, jetzt wollen wir zurück nach Lesbos. Ui, einmal kurz drehen. So, schön. Und weiter geht's. Da hinten kommt eine dicke Wolke. Die wird schon wieder Gewitter bringen. Da freue ich mich aber. Die breitet sich immer weiter aus. Sie wird auch irgendwie immer größer, oder? Ja, die bringt Gewitter. Wir müssen uns beeilen. Keine Lust, in einen Sturm hinein zu gelangen. Die wird wirklich immer größer. Das sind die Kultisten. Das ist Lord Voldemort. Oh nein. Sind so gut wie tot.
Fahrt zu, damit wir vorher noch nach Lesbos kommen, verdammt. Sehr schön gemacht. Allgemein so mit diesen ganzen Wolken und dem Sternenhimmel. Wobei ich das in Origins dann wieder besser fand. Oh, das da hinten sieht nicht hübsch aus. In Origins hat man ja wenigstens die Möglichkeit gehabt, auch wirklich den ganzen Himmel zu sehen. Teilweise sogar mit ihm zu interagieren, mit den ganzen Sternenbildern und so. Auch Sternen, auch hier spielen Sternenbilder eine sehr, sehr große Rolle. Aber trotzdem eine untergeordnete. Haben eher was mit den ganzen Tieren hier zu tun und mit irgendwelchen, ja, Göttern. Aber das immer nur am Rande und man guckt nicht wirklich in den Himmel dafür. Ja, die Wolke wird immer größer, aber irgendwie bleibt sie schön weit weg. Soll mir recht sein. Wir sind jetzt erstmal gleich auf der letzten Insel, Lesbos. Dann waren wir auf jeder Insel, haben alle entdeckt. Gott, und dann sind nur noch 4 Bundesländer übrig. Freut mich. Die Wolke ist oben abgeschnitten. Ja, und sie wächst trotzdem weiter. Aber schneidet sich immer weiter oben ab. Das ist natürlich nicht besonders schlau gemacht. Geregelt, gelöst, wie auch immer. Aber ich glaube, jetzt haben sich andere Wolken davor geschoben, damit das nicht mehr so plastisch aussieht. Hat die gut gemacht. Da vorne ist eine Stadt, da können wir doch garantiert anlegen. Wir sind jetzt fast auf Lesbos, alles ist gut, wir haben es gleich geschafft. Gehen wir erstmal in die Stadt, lassen unsere Waffen alle aufstufen und die Rüstungen. Und dann kümmern wir uns um unseren Fähigkeitenpunkt. Oh Gott, um die ganzen Quests, die sich jetzt schon aufzeigen. Puh. Fängt ja gut an. Neuer Ort, Eresos. Oder Eresos, oder wie auch immer. Wir sind alle sehr erregt. Okay, erstmal der Fähigkeitenpunkt. Den setzen wir in... Ja, Fähigkeiten, die wir sowieso noch nicht haben. Weil wir sowieso alles ausgebaut haben, was uns wichtig war. Was mir wichtig war. Andere haben vielleicht noch andere Vorschläge, aber ich bin soweit ganz zufrieden. Wie kann ich helfen? Hallo, ich möchte gerne etwas kaufen und zwar jede Menge Leder. Geld habe ich genug, gebe ich gerne aus. Wir könnten noch Phobos-Skins kaufen, das will ich aber nicht. Die Skins fürs Pferd sind mir eigentlich völlig wurscht. So ist es gut. Jetzt verbessern. Erstmal das Schwert. Gibt gleich nochmal fast 100 Schaden dazu. Dann der Bogen. Auch nochmal 80 Schaden dazu. Schulter bzw. Arm. Auch den Helm. Weitere 31. Das Teil, ich weiß nicht... Ach, da, Aussehen, ja. Okay. Ich will immer sagen, was ist denn das Auge? 40. Oh, 40 ist aber keine gute Rüstungssteigerung. Aber die Hose wird auch nochmal besser. Die Schuhe nochmal besser. Und dann sind wir jetzt überall mit Level 53 dabei. Schau bald mal wieder rein. Jo, irgendwann mal. Moin. Was ist denn los? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Freund Galanus sollte mir eine Ladung seltener Kunstwerke bringen. Aber er kam nicht. Ich befürchte das Schlimmste. Ich kann helfen, aber nicht umsonst. Gib die Hoffnung nicht auf. Wenn dir dein Freund wichtiger ist als deine Drachmen, dann bezahlst du vielleicht für ein Wiedersehen. Natürlich ist mir Galanus wichtiger als Drachmen. Ich schätze, für dich ist Geld alles, was zählt, Söldner. Es kommt darauf an, wo sein Schiff herkam. Er stach in Makedonien in See. Wenn du hilfst, meinen Freund zu finden, kannst du die Kunstwerke behalten. Ich kann nichts versprechen. Die See ist groß und hungrig. Ich brauche mehr Informationen, bevor ich anfange. Hoffentlich kann mir das Meer etwas mehr verraten, als du mir sagen konntest. Vielen Dank, dass du das tust, Söldner.
Das ist ja ein tolles Gespräch, wirklich. So, nächste Quest. Alles gleich annehmen, bevor wir losziehen. Ich sollte lieber mal in der Sturmfallbucht im Nordwesten nachsehen. Dein mürrisches Gesicht kann nicht nur vom Fischgestank kommen. Warum sollte ich nicht mürrisch sein, hä? Mein nichtsnutziger Sohn ist mit meinem Boot davongesegelt und sollte vor Stunden zurück sein. Wahrscheinlich will er dieses Mädchen aus Mytilene beeindrucken. Pah! Dein Sohn hat den Gestank nicht ertragen. Dein Sohn kommt bestimmt bald zurück. Er hat vermutlich nur die Zeit vergessen. Ich bin sicher, er kommt irgendwann zurück. Natürlich kommt er irgendwann zurück. Aber ich brauche ihn jetzt. Diese Fische entschuppen sich nicht von selbst, weißt du? Sag, hast du Zeit für einen Botengang? Such nach meinem Jungen in der Bucht, die das steinerne Tal und die uralte Perle umgibt. Und wenn du ihn findest, erschrecke ihn, um ihm eine Lektion zu erteilen. Ich bezahle dich dafür. Okay. Ich mache es. Gut. Du findest ihn und ich gerb ihm das Fell. Sowas gefällt mir. Genug geredet. Ich gehe... Ja, mach das. Bla bla bla. Alles nur kleine Quests, nichts Besonderes. Dann suche ich mal die Fischerbucht. Ja, das machen wir gleich. Jetzt gehen wir erstmal noch über die letzte Quest holen. Und dann gehen wir den Aussichtspunkt holen. Wer sitzt denn da oben? Dort wird man dich loben. Denn ist der Finger oben, wird man dich loben. Was? Wer soll denn nur schon wieder bestraft werden? Hör zu! Ligeia ist noch da draußen. Ein Söldner! Oh, danke, Götter! Hilf mir, bitte! Schweig, Schlange! Was ist hier los? Wir führen diese böse Kreatur der Gerechtigkeit zu! Sie leiden an Verfolgungswahn und glauben, ich hätte Ligeia der Kreatur im Wald geopfert. Zügel deine giftige Zunge! Dieser wandelnde Fluch ist im Bund mit der Schlangenhaarigen! Sie sieht einfach nur verängstigt aus! Bitte, diese Kreatur entführte Ligeia. Wenn ich sterbe, wer rettet sie? Ich. Ich rette Ligeia und töte jeden, der mich aufzuhalten sucht. Was sagst du da? Sie wird dich zum versteinerten Tempel und in deinen Untergang führen. Sollte diese Schlangenhaarige Ligeia am Leben gelassen haben, ist Eile geboten. Folge mir. Vorsicht, sie werden von Angst angetrieben. Das Mädchen kommt mit mir. Und ihr geht mir besser aus dem Weg. Sie hat dich mit Sprüchen verzaubert, Söldner. Bürger, wir müssen die Stadt retten. Und die Eindringlinge müssen sterben. Versteck dich im Tempel. Ich erledige das. Das auch noch. Kommt schon, sterbt einfach. Seid ihr auch noch stärker als gedacht? So ist gut. So, der Söldner dort unten kriegt gar nichts mit. Tschüss. Und ich hau ab. Du bist jetzt sicher. Sicher? Sicherheit schert mich nicht. Ich will ein letztes Mal in Ligeias Augen sehen, selbst wenn es mich umbringen würde. Ich verstehe. Wirf dein Leben nicht weg. Sei klug und vorsichtig. Mit meiner Hilfe wirst du deine Geliebte wiedersehen. Es muss dich nicht dein Leben kosten. Hast du einen Namen oder soll ich bei du bleiben? Ich heiße Brice. Alexios. Ligeia wartet auf mich, Alexios. Wenn man mich entführt hätte, würde sie mich bestimmt nicht warten lassen. Dann enttäuschen wir sie nicht. Wo wurde sie entführt? In unserem Heiligtum, den Ruinen des Schreckens im steinernen Tal. Und da wunderst du dich, dass sie entführt wurde? Es ist nicht sicher hier. Wir müssen die Stadt verlassen. Ja gut, das hatte ich ja so oder so vor. Aber den Aussichtspunkt will ich trotzdem haben, ja? Ah, du führst mich weg. Es geht doch nicht. Ach so, Pferd. Ja, gut. Ja, Ella. Ah, okay. Wir gehen sowieso in die Nähe. Das ist gut. Mal sehen, wie weit wir dafür reiten müssen. Ich hoffe nicht allzu weit. Nordgipfel des Eresos. So schön, gleich haben wir es geschafft.
Und das Fragezeichen schließt darauf. Ruinen des Schreckens. Willst du noch erst mit mir reden oder soll ich gleich anfangen zu töten? Jetzt gucken wir erstmal nach der Truhe. Die ist da. Die nehme ich noch mit. Quest abgeschlossen, Romantik im Steingarten. Liebesbriefe. Dieser Ort gehörte uns, Ligeia und mir. Ein verbotener Ort für eine verbotene Liebe. Nicht gerade gemütlich hier. Selbst Beerdigungen sind romantischer. Stücke ihrer Kleidung führen zum Unterschlupf der Schlangenhaarigen. Bitte, wir müssen uns beeilen. Okay, gehen wir. Finden wir Ligeia. Zeig mir den Weg. Was mich jetzt bloß wundert ist, dass sie genau weiß, wo es hingeht. Der liebe langer Schatten. Was ist denn hier los? Brennen die Bäume? Das sieht aber nicht normal aus hier. Was ist mit diesen Bäumen passiert? Ich sollte nicht hier sein. Oh mein Gott. Hier gibt es eine mythische Kreatur. Was ist das für ein Ort? Hier gibt es kein Leben. Wir betreten das Reich der Schlangenhaarigen. Hörst du? Als fürchtete selbst der Ton, was der Nebel verschleiert. Die Medusa. Ach, das Atmen wird immer schwerer. Selbst die Luft ist tot. Oh nein. Diese Statuen sehen seltsam lebendig aus. Und ihre Gesichter zeugen von Angst. Sie vernichtet alle Lebewesen, verwandelt sie in Stein und lässt sie in Angst erstarrt in alle Ewigkeit harren. Wenn Ligeia, wenn sie zu Stein erstarrt ist, wie begraben wir sie? Sie wird Charon nie treffen. Ligeia! Ligeia! Rix, warte! Malaka! Ich lauf besser hinterher. Oh Gott. Wir werden hier auf die Medusa treffen. Und das um diese Uhrzeit. Ligeia! Das war sie! Alexios, sie lebt! Wir müssen hinein. Doch ich sehe keinen Weg. Und die Mauern sind zu glatt zum Klettern. Sie sollte nicht da drin sein, sondern in meinen Armen. Ihr Atem, ihr Geruch. Jede Nacht trafen wir uns bei den Ruinen des Schreckens. Ich kam ein einziges Mal zu spät. Ich suchte nach einer Rose für sie. Sie sollte perfekt sein, wie sie. Es ist meine Schuld. Wäre ich rechtzeitig hier gewesen. Dann wärst du ebenso gefangen worden. Vereint. Du warst auf der Suche nach einer Rose, einem Geschenk. Bereue nie eine Tat der Güte, Brice. Hab Dank. Was weißt du über diesen Ort? Ligeia ist eine Tochter der Artemis. Ihr Volk lebte hier vor langer Zeit. Einer Legende nach fanden sie ein altes Artefakt in einer Schlangengrube. Ligeia glaubte, sie hätten es noch immer, verborgen in ihrem Dorf auf Chios. Ich finde es. Es gibt ja noch einen Söldner, der behauptet, die Kreatur erlegt zu haben. Unmöglich. Aber viele glauben ihm. Vielleicht weiß er etwas. Ich finde einen Weg hinein und dann töte ich diese Kreatur. Und ich finde die Rose für Ligeia, die ich ihr in jener Nacht geben wollte. Erinnern wird sich, sage ich, wohl noch manche an uns. Die Dichterin Sappho. Wir lieben sie. Bitte, Alexios, eile! Okay. Der liebe lange Schatten. Was macht denn der Söldner hier? Schlüsselanhänger. 35.000 Erfahrungspunkte.